Hi, das ist eine herzliche Einladung. Es sind nicht mehr ganz 5 Tage. Am kommenden Samstag geht's los. Da freue ich mich auf ganz viele Besucher zum Sommerfest Querbeet. Und das machen wir hier bei Kakteenhage. Deswegen gucken wir jetzt erstmal schnell auf das Kaktusbeet hinter mir. Und natürlich Querbeet, das heißt quer über die Straße. Und deswegen wollen wir noch ein bisschen weiter gucken. Dann können wir schauen. Da drüben, auf der anderen Seite der Blumenstraße, man kann es jetzt ein bisschen schlecht sehen, aber da drüben sieht man schon das Tor. Dort ist die Kräutergärtnerei Valeriana und mit denen machen wir zusammen das Sommerfest. Und das wird eine richtig große Sause. Ich freue mich schon ganz sehr drauf. Es gibt also nicht nur Kakteen. Kakteen, da. Bei uns in den Gewächshäusern. Es gibt Hubschrauber hier. Ich hoffe, der macht nicht zu viel Krach. Also Kakteen und natürlich Kräuter. Und es gibt noch eine ganze Menge mehr Pflanzen. Und zwar, da freue ich mich schon sehr drauf, es wird riesengroße Hibiskus für den Garten geben. Staudenhibiskus. Gibt es relativ selten. Es macht ein Kollege von mir, Pascal Klennert, ist inzwischen auch bekannt wie ein bunter Hund. Und der kennt sich also als Gärtnermeister auch mit sehr vielen anderen Sachen aus. Und der wird also hier sein mit seinem Pflanzensortiment. Es wird Gartenliteratur geben, direkt vorne am Tor. Und vielleicht werden wir noch was über Brunnenkresse, was ja auch eine alte haagsche Tradition hier in Erfurt ist, gibt es was zu lernen. Wer mag, kann sich also bei einer Massage entspannen. Wir haben also wirklich ein buntes Programm. Also wenn das klappt, werden wir hier eine Schmiede stehen haben auf dem Platz. Da kann man also dann schmieden. Das hat so ein bisschen was wie ein Volksfest so langsam. Also das Sommerfest wird schon richtig eine große Nummer und ich freue mich ganz sehr drauf. Über Bienen kann man was lernen. Also es gibt eine ganze Menge tolle Dinge zu entdecken. Und was ich natürlich nicht vergessen darf, dadurch, dass wir ja den Tag der offenen Tür in diesem Jahr nicht hatten, versuchen wir also ein paar Aspekte auf jeden Fall jetzt beim Sommerfest mit reinzubekommen. Und deswegen wird es also Führungen durch die Gärtnerei geben, also zumindest eine. Wir müssen mal gucken, wie viele Leute jetzt sagen, dass sie mit dabei sein wollen. Das heißt also entweder hier kommentieren, wir sammeln dann die Reservierungen zusammen oder auf unserer Webseite oder einfach eine E-Mail schicken. Das ist also die einfachste Methode. Und dann gucken wir, wer da dabei sein wird. Die Führung wird voraussichtlich, ich schätze mal, um 10:30 sein. Mal gucken. Und es gibt noch was anderes, das darf ich auch nicht vergessen. Es gibt die Kaktusbratwurst. Das heißt also einerseits frisch vom Grill. Und wer mag, bitte vorbestellen. Der kann sich also seine eigene Kaktusbratwurst für den Grill nach Hause mitnehmen. Aber ganz wichtig, also wie gesagt, A, vorbestellen und B, die gibt es nur am Samstag, also weder am Freitag noch am Montag. Freitag ist zu früh, Montag ist zu spät. Und wir können die natürlich auch nicht verschicken, die gibt es also nur frisch hier zum Mitnehmen. Ganz wichtig, deswegen Kaktusbratwurst bitte bei uns im Shop www.kakteen-hage.de bestellen, findet man Kaktusbratwurst. Und die kann man dann also hier mitnehmen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ich was vergessen haben sollte, dann gibt es auf jeden Fall noch ein Update. Gibt es noch ein neues Video? Mal gucken. Und jetzt wünsche ich aber erstmal noch einen wunderschönen Sonntag oder wann immer du das siehst. Einen schönen Abend. Ich habe hier einen wunderschönen, man sieht das, die Sonntagabendsonne geht hier gerade ein bisschen unter. Und es ist ein wunderbares Klima. Die Vögel piepen hier noch ein bisschen. Und ich freue mich jetzt auf einen schönen Abend mit meiner Familie. Wünsche alles Gute, bleibt schön gesund und hoffentlich sehen wir uns dann am Samstag. Bis dann. Ciao.